Und herzlich willkommen zurück zu Essence of Nature in den Baufolgen. Und zwar habe ich mir jetzt hier ein bisschen Terraform-mäßig was vom Berg weggeknabbert. Und fällt mir gerade auf, da ist ja noch ein bisschen was übrig. Egal, jetzt habe ich gerade keinen Dirt. Und ja, habe mir jetzt so ein bisschen mehr Platz verschafft für mehr Tierchen. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das hier genau mache. Vielleicht mache ich hier noch ein Stück Berg weg, damit wir hier vielleicht noch ein bisschen auslandern werden können, weil es ist ein bisschen arg klein. Ich meine, es ist jetzt nur für Schäfchen, aber trotzdem, es wirkt klein. So, hier kommt es etwas größerer Stall. Wobei, ich glaube, ich lasse den lieber hier wieder rauskommen. Für Schweinchen. Für Schweinchen ein bisschen was Verschachtelteres hier. So. Ja, ups, war ein bisschen viel. Ich muss mal eben neue Zäune noch basteln. Die sind mir ausgegangen. So. Na. Wunderbar. Okay, also hier Eingang. Jupp. Na komm schon. So, okay, dann haben wir eigentlich alles fertig. Da wir bloß 1.7 sind, haben wir keine Kaninchen. Und sonst haben wir eigentlich alles dann jetzt soweit schon, ne? Hundezwinge will ich jetzt nicht bauen. Katzen kann ich auch gern drauf verzichten. Schokobus haben wir da hinten. Von daher habe ich eigentlich jetzt alles, was ich so brauche. So. Dann ist hier den Zaun hin. Na, juckt. Wie immer. So, und hier so entlang. So. Oder ich mache hier den Kuhstall raus. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache hier den Schweinestall raus. Die brauchen nicht so viel Platz. Weil wir nicht so viele Schweine machen werden, haben werden, dann mache ich lieber hier den Kuhstall. Aber ich hätte gerne auch hier so ein bisschen mehr Platz, aber ich habe keinen Bock, den ganzen Berg hier abzutragen. Ah, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hier wirklich mal radikal hier. Mal durchgehe. So mache, dass ich nicht quasi von hier oben komme und dann hier runter gehe. So. Irgendwie so, so. Dann hier wirklich gerade runter. Vielleicht nicht unbedingt gerade so super hübsch, weil es geht. Dass wir dann hier quasi so eine gerade Fläche haben, dann haben die Kühe hier so ein bisschen so Wasser. Pot, Pit, Pit. Weil die Schweinchen das eigentlich auch bräuchten. Kann ich ihn ja vielleicht noch geben. Und dann geht's da weiter, ja. Ja, ja. So. Können wir den Hammer rausholen? Das wäre ganz gut. Was ist das? Ja, weg damit. Hammer wollte ich den. Falsche Tasche. Hämmer schön. So, aber die Wand clearen hier. Plupp. Ja.
Okidoki, dann mal ein bisschen hinten hingehen, so hier, so etwa, so, ja. Läuft. Okay, der Rest wird auch Wiese. So. 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 Okidoki. Alle up. So, sehr schön. Dann können wir jetzt nach hier auf jeden Fall noch ausladen. Wer denn hier? So. So. Schwupp. So. Dann sagen wir mal, ja, hier ist auch irgendwie doof. Ich würde das Ding vergrößern wollen. So etwa auf diese Größe hier. So. Jo. Dann Eimerchen. Eimerchen. Schließen das Ganze hier. Und dort und dort. Böse Kanten. Und schon Minecraft lassen wir hier im Stich. Ja, 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 ja. Perfekt. Lang leben. Merkwürdige Mechaniken. Okay. Mal hier ein bisschen Latter machen. So. So. Ja, 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 ja. Okay. Okidoki, dann können wir dann, mach ich aber hier am Rand entlang. Ich meine, direkt Wasser brauchen die ja nicht. Kriegen sie auch so. So. Das gerade, gerade Zahl, ungerade Zahl, wunderbar. So. Wunderbar, das gefällt mir. Gefällt mir das? Gucken wir mal von oben. Was haben wir denn jetzt hier? Wunderbare Stallungen, Pferdchen, Kühe, Schweine, Schafe und Hühner. Hihi. Jawohl. Habe ich noch Stone Slabs? Nö, aber Steine. So. Erstmal kurz aufräumen. So, 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 so. Okay, Stone. Und erstmal hier zu Ende bauen. Schwierig. So. Okay, okay. Hui. Builderswand war nur semi gut. Zumindest für die Sachen hier so, zack. Und, ja, 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 ja. Schwupp. Obwohl, hier könnte ich wirklich noch ein höher gehen. Eigentlich. So, wunderschön. Wunderschön. Das Dach ist, dann kommt jetzt das durch. Eins nach außen. Hui. Na,
Ach, das ist so kacke mit dem blöden Bildersmont. Der kommt mit den Half-Slaps nicht so ganz klar. Shadow. Na? Jep. Wunderbar. Lange nicht mehr so viel gebaut. Ich habe mal wieder Zeit. Ich meine, ich mag Bauen ja super gerne. Aber Vanilla Minecraft bauen ist irgendwie scheißöde. Ich weiß nicht, ich konnte davon, also klar, so zeitweise ganz okay. Mein Problem mit Vanilla Minecraft bauen ist, entweder ich mache es im Creative und dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwas geschafft habe. Oder ich mache es halt Survival und da dauert das alles Farmen so ultra ewig, dass ich keinen Bock drauf habe. Deswegen finde ich, ups, quasi modded bauen so geil, weil hier kann ich mir nämlich mein Zeug zusammenfarmen. Ich meine, wir haben einen Riesenhammer, wir haben unsere Farm, wir haben quasi alles da, wir haben alles legal bekommen, deswegen können wir jetzt uns austoben, wie wir wollen. Und deswegen ist es cool. Und halt die zusätzlichen Deko-Sachen, die wir halt hier haben, die anderen Mods mit anderen Blöcken und mehr ja, Möglichkeiten mit Carpenters, Blocks, halt die Treppen in wirklich jedem Material zu machen. Oder eben, also ist, ne, ihr wisst ja, wie gerne ich das ganze Zeugs hier mag. Deswegen ist es ja auch in diesem Pack hier drin. Oh ja, es ist einfach, es ist toll. Ich würde am liebsten, also am liebsten nicht unbedingt, aber ich würde teilweise, würde ich gerne so ein reines Bauprojekt, modded Bauprojekt starten. Das Problem ist einfach, es guckt sich kein Arsch an. Es soll dann jetzt vielleicht wieder ein, zwei sagen, voll geil, mach das, aber im Endeffekt wird es sich keine Sau angucken, weil Bauprojekte kommen einfach überhaupt nicht an. Das ist eigentlich total schade. Ein gutes Beispiel ist, die ich eigentlich auch ganz gerne gucke, die vor allem sich auf ja, Bauen spezialisiert haben, sind Let's Rock Minecraft, auch bei uns im Netzwerk. Die sind auch, also die zwei Jungs sind echt nett, kenne ich auch persönlich. Aber Bauvideos ist halt sehr schwierig, damit groß was zu reißen. Und ich denke, auch hier wird es sich nicht unbedingt so gut, ja, sagen wir, also vermarkten ist voll das falsche Wort, also es wird sich nicht so gut durchsetzen. Ab und zu diese Baufolgen werden immer sehr, sehr gut geguckt, das finde ich sehr schön. Aber ich glaube, ein längeres Projekt ist nicht unbedingt was. Da wäre die Frage, weil die Einzelfolgen, die Baufolgen ja immer so gut laufen. Ist halt die Frage, lohnt sich das Risiko mal, das Ganze zu testen oder nicht? Ich glaube, da wäre dann mal ja, eure Meinung gefragt. Wäret ihr an einem Modded-Bauprojekt interessiert oder nicht? Und ich brauche neues Gravel-Gedönse. Weil, ne, und ich will da wirklich die absolut ehrliche Meinung, ob ihr euch das wirklich anguckt. Wirklich bauen mit einfach nur Quatschthemen. Und nichts anderes. Keine Mod, also keine großen erklärten Mods oder so. Einfach nur bauen und quatschen. Vielleicht, es kriegt gerade voll die Projektidee, vielleicht wäre es da doch ganz nett, sich mal so einen Gastredner einzuholen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Das wäre ganz witzig. So. Allee, hopp. Hallo. Dude. Okay. Wie gesagt, lasst mir eure Meinung dazu da. Wäre mir wichtig zu wissen. Auch ihr Schokobus, was soll das denn? Kann ich dich nicht auch. Warte mal, wo ist mein Safari-Netz? Ich habe einen Golden Lasso. Mir reicht es langsam mit euch, aber ich töte euch auch so ungern. Die sind so niedlich. Das will ich einfach nicht. Das Weiße. Das ist mein Goldenes. Das Wetter kommt jetzt zu den Zweien. Hier, bitteschön. Viel Spaß damit. Pff. So. Diese Scheißfedern. Die nerven echt. Mein Gott. So, okay. Jetzt wollen wir mal hier irgendwie einen Weg vorbeifinden. Und zwar möglichst anständig. So. So. Ja.
Löcher bitte so viel wie möglich. Ach Gott. Monsters! Stopfen. So, genau. Und dann, So. Gottchen. So einfach. Eins, zwei, drei. So. Ach nö. Das ist das Problem mit dem Step-Up-Assist. Dass er gerne mal zu schnell gesteppt wird. Ach, herrlich. So, so. Dann. Überall drei breit? Nee, hier nicht. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Drei. Ja. So ist gut. Jo. Ach Gott, ey, so viel. Ich brauch so viel Gravel. Gab es jetzt eigentlich ein Gravel-Biom, was ich mal irgendwo gefunden habe? Ich glaube nicht, ne? Ich habe nicht mal einen Gravel-Strand gefunden. Man hat's nicht leicht. Ich habe echt nichts Graveliges gefunden, oder? Das alles Clay-Gedönse? Ist an dem Berg hier nicht? Nee, es ist auch nur alles Sand und Co. Hier hinten ist, glaube ich, das ist alles. Das wäre Sven, glaube ich, Cracked-Gedönse. Das ist die Riesenburg. Redwood, da kann man mal hin. Vielleicht ist in einem Bergbiom da hinten ja irgendwie. Guck mal. Redwoods. Gut. Redwood Wald. Redwood Wald. Ich verhungere schon wieder. Das ist nicht so gut. So, zum Beispiel dort. Ja, hier ist zum Beispiel Gravel. Habe ich Magnet an? Habe ich. Ha! Wunderbar. Oh, wow. Das ist gar nicht mal so schlecht, wa? Das war ein ordentlicher Klumpen. Genau so wollte ich es haben. Die. Naja. Ich meine, wir haben noch genug Möglichkeiten, die zu holen. Also, die gibt es jetzt zum Glück überall. Vielleicht noch ein paar, wirklich ein bisschen Gravel. Direkt zusammenpacken. So. Oh shit. Ich muss dringend was essen. Ich stehe kurz vorm Exitus. Kurz vorm Exitus. Wo ist mein Home? Da ist mein Home. Da. Uncool. Oh je, oh je, oh je, oh je. Das ist nicht so gut. Jetzt aber hopp. Die einzige Todesursache, die ich noch haben kann, eigentlich. Jetzt aber schnell. So ist brav. Das nehme ich mit. So. Okay. Wo war ich? Gravel Road. Yes. Verkackte Schokobuffet dann, ey. So. Jawohl. Und Stone Brick. So. Jo. Ja. So, wir müssen den Weg irgendwie weiterführen. Wie mache ich es hier am cleversten? Am cleversten.
So. Hier ist der Weg. Einfach querbeet. Aber hier durchschaufeln. Kasem. Eins, zwei, drei. Moment. So das. Eins, zwei. So. So. Eins, zwei. So. Ja. Löcher stopfen und go. Verdammt. Yeah. Okay, das ist noch nicht so ganz, wie ich das gerne hätte, glaube ich. Oder? Wie hätte ich es denn gern? Wie hätte ich es denn gern? Ich weiß es nicht. So hätte ich es gern. Bisschen breiter ist immer gut. Und hier auch. Wir können es auch breiter. Ich schaue es von oben aus. Bisschen krickelig, aber das gefällt mir. Okay, also haben wir nun einen wunderbaren. Wir haben jetzt echt richtig viel Weg, ne? Also wir können mal den gesamten Weg einmal abgehen. Wir haben vom Gewächshaus, ja, hin zur Küche, Rückhaus unseres Restaurants, dann natürlich hier Richtung Maschinenhalle, dann durch das Haus in den Garten und in die Farm vorbei, Obstgarten, also die Obstbäume, dann Richtung Richtung Schokobus, dann zum Restaurant, über die Brücke, zur Mühle. Das wird auch schön werden hier. Und hier fehlen noch Zäune. Zu den Stallungen der Tiere und Pferde.